Ich möchte mein Random Walker Skript erweitern. Kurz zum Überblick. Ich habe in der index.html-Datei drei JavaScript-Dateien verlinkt. Eine auf die P5-Library und dann zwei Dateien Classes und Sketch für meinen Code. In Classes ist bis jetzt die Random Walker Klasse drin. Da gibt es eine X- und eine Y-Eigenschaft, um einen Ort auf dem Canvas bestimmen zu können. Und mit der Show-Methode zeichne ich dort eine Ellipse. Und dann gibt es eine UpdatePosition-Methode, mit der diese X- und Y-Positionen um einen zufälligen Wert zwischen minus 1 und 1 verändert werden. Und so sieht es auf der P5-Seite aus. Es gibt zuerst einen leeren Array. Der wird in der Setup-Funktion mit 100 Instanzen dieser Random-Walker-Klasse befüllt. Die beginnen alle mit Werten, die der Hälfte der Breite und Höhe entsprechen, so dass, wenn ich das neu lade, alles in der Mitte beginnt. Und dann in der Draw-Funktion wird jedes Mal ein Hintergrund gezeichnet, so dass das bisherig gezeichnete verschwindet. Und dann werden an die Positionen dieser Instanzen Ellipsen gezeichnet und danach werden die Positionen aktualisiert, so dass, wenn nächstes Mal der Hintergrund hier darüber gezeichnet wird, sich die Kreise ein bisschen verschieben. Und so entwickelt sich über längere Zeit eine Bewegung. Jetzt möchte ich diese Instanzen so verändern, dass sie Haare kriegen. Und jede Instanz soll eine unterschiedliche Anzahl Haare haben und jedes Haar soll eine unterschiedliche Länge haben. Dafür bietet es sich natürlich an, mit einer Klasse zu arbeiten. In Classes sieht es im Moment so aus. Ich könnte jetzt vielleicht noch das Layout ändern, so dass ich gleichzeitig die Sketch-Datei und die Classes-Datei sehen kann. Und zuallererst werde ich hier eine zusätzliche Klasse einfügen. Und ich weiß noch nicht, was genau in diese Constructor-Funktion hinein muss. Vielleicht kann ich einfach einmal irgendetwas hineinschreiben. Oder vielleicht kann ich die Länge schon einmal hineinschreiben, weil dort weiß ich, dass ich einen Zufallswert möchte. Wie viel das dann genau ist, entscheide ich später. Und dann brauche ich eine Methode, um das darzustellen. Hier halte ich mich bei dem Namen an die Vorgabe, die ich in der Random Walker Klasse habe. Ich nenne das auch Show. Und hier wird es eine Linie brauchen. Aber wohin diese Linie genau zeigt, das muss ich dann später noch entscheiden. Und bei den Random Walkers möchte ich ja, dass jede Instanz eine bestimmte Anzahl Haare hat. Um diese Haare irgendwo abzulegen, füge ich hier einen leeren Array ein, den nenne ich Hairs. Und dann ist die Frage, wie zeige ich diese Haare? Ich könnte hier direkt in der Show-Funktion einen Loop machen, der durch die Haare durchgeht und dann jedes einzelne Haar als Linie zeichnet. Aber vielleicht mache ich hier auch eine zusätzliche Methode, die ShowHairs heißt. Und wenn ich diese Methode dann aufrufe, dann werden die Haare eingeblendet. So kann ich vielleicht die Haare dann an- und abschalten. Und hier braucht es dann einen Loop durch diesen Hairs-Array. So ungefähr stelle ich mir das vor. Jetzt ist in dieser Hairs-Eigenschaft, diesem Array, den muss ich befüllen. Und dann ist vielleicht auch noch die Frage, wie viel kommt dort überhaupt rein. Also es ist wahrscheinlich so, dass jeder Random Walker einen Wert braucht, der angibt, wie viele Haare das es gibt. Und dann mache ich hier gleich eine Zufallszahl, sagen wir mal mindestens 3 und höchstens 12. Und dann möchte ich, dass jedes Mal, wenn es eine neue Instanz gibt von Random Walker, dass gleich festgelegt wird, wie viele Haare es gibt und wie viele Instanzen dann effektiv in diesen leeren Array hineinkommen. Eigentlich müsste es jetzt schon solche Haare geben. Das kann ich in der Konsole anschauen. Wenn ich My Random Walkers ausgeben lasse, das aufklappe, dann schaue ich mal hier in einen hinein, dann sehe ich, Hairs ist ein Array mit 10
Instanzen drin. Das sind alles Objekte und die haben alle eine Eigenschaft Length, die unterschiedlich ausfällt. Und wenn ich noch einen weiteren Random Walker anschaue und dort nachschaue, dort gibt es 4 solcher Haare und auch die haben hier unterschiedliche Werte zwischen 2 und 8. Also so viel scheint schon einmal zu funktionieren. Jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich diese Haare darstelle. Und dafür brauche ich nicht einfach nur eine Länge, sondern ich muss auch irgendwie an den richtigen Ort kommen. Aber vielleicht schreibe ich hier einfach einmal auf, was es braucht. Und entscheide dann später, wie das gehen soll. Linie zeichnen ab Kreisumfang Random Walker, so lange wie dies Length angibt. Und dann ist ein bisschen die Frage, wo auf diesem Kreisumfang diese Haare überhaupt zu liegen kommen. Also ich weiß ja, wie groß der Random Walker ist, was für einen Radius der hat. Vielleicht ändert sich dieser Radius ja auch. Aber das Haar muss eigentlich nicht wissen, wie groß der Kopf ist, auf dem es wächst. Es muss nur wissen, wie lange es ist. Und vielleicht kann ja dieses Haar später auch noch wachsen. Aber es braucht einfach eine Länge. Der Rest, den muss ich eigentlich hier nicht angeben. Aber den Ort, wo auf dem Kopf dieses Haar wächst, den könnte ich mit einem Winkel angeben. This angle, und auch hier könnte ich eigentlich eine Zufallszahl nehmen. Und vielleicht nehme ich dafür Tau. Zwischendurch wieder schauen, ob das funktioniert. Dazu könnte ich gleich hier drüben in Sketch, immer wenn das fertig befüllt ist, diesen Array in die Konsole schreiben. Jetzt habe ich noch einen Fehler, und zwar in Sketch auf Zeile 17 oder 3. Wahrscheinlich habe ich hier eine Klammer gelöscht. So, jetzt sehe ich immer diesen Array und jetzt kann ich nachschauen, ob diese Haare einen Winkel haben. Das hat einen, das hier hat auch einen und das ist irgendetwas zwischen 5 und 6,28 oder was auch immer Tau ist. Und vielleicht könnte ich hier auch gleich schon einmal diese Show Hairs Funktion aufrufen. Kann auch hier einmal schauen, dass da in die Show Hairs Funktion, dass dort etwas reinkommt, was mir ein Zeichen gibt. Also das, die Show Hairs Methode, die ruft ja diese Show Methode auf und hier könnte ich mal testweise Console Log irgendetwas hineinschreiben. Dann wird ganz viel Hi geschrieben. Das ist gefährlich. Du siehst hier, das gibt gleich irgendeinen 5- oder 6-stelligen Betrag von High-Meldungen, also vielleicht ist Console-Log für x Instanzen pro 100 Random Walkers nicht so eine gute Idee, aber es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt habe ich einen Winkel, das ist this angle, und ich habe eine Länge, this length, und jetzt muss ich damit irgendwie eine Linie zeichnen. Ich könnte versuchen, in der Methode showHairs schon einmal an den richtigen Ort zu translaten. Also ich könnte hier sagen translate und dann diese zwei Werte nehmen, das x und das y des Random Walkers. Und jetzt sieht es hier nicht mehr gut aus, ich sehe nur noch einen und das hat damit zu tun, dass ich hier natürlich 100 Mal den Nullpunkt des Koordinatensystems verschiebe. Also ist es hier angezeigt, Push und Pop zu schreiben, damit das jedes Mal zurückgesetzt wird, nachdem ich das gemacht habe. Jetzt sehe ich wieder mehr und vielleicht kann ich sauberkeitshalber auch gleich in dieser Show-Funktion Push und Pop schreiben. Und vielleicht macht es Sinn, auch gleich in der Show-Methode des Random Walkers an this X und this Y den Nullpunkt zu verschieben, so dass diese zwei Methoden konsistent sind. Also jetzt weiß ich, dass ich, wenn ich Show aufrufe, befindet sich der Nullpunkt des Koordinatensystems im Zentrum des Random Walkers und wenn ich Show Hairs aufrufe, die Methode, befindet sich der Nullpunkt im Zentrum
des Random Walkers. Das heißt, wenn ich dann in der, wenn ich dann in der Show-Methode des Haares etwas zeichne, also zum Beispiel mache ich jetzt mal eine Linie von 0 auf 10, dann sind diese Linien schon am richtigen Ort. Jetzt zeigen natürlich alle diagonal nach unten. Jetzt muss ich noch irgendwie herausfinden, wo der Start und das Ziel dieser Linien sind. Wenn der Nullpunkt des Koordinatensystems zum Zeitpunkt, wo ich Show Hairs aufrufe, bereits in der Mitte des Random Walkers liegt, dann muss ich das Haar nur noch in die richtige Richtung bringen, mit dem Winkel. Und ich muss es an den Rand setzen des Random Walkers und die Länge muss natürlich stimmen. Dazu gehe ich jetzt in die Show-Methode der Hair-Klasse und versuche diese Linie besser zu zeichnen. Hier habe ich ja bereits this angle und this length geschrieben. Das sind diese zwei Werte, mit denen ich arbeiten kann. Und was ich sicher brauche, ist den Sinus und Cosinus des Winkels, um das Haar richtig auszurichten. Also ich kann hier mal eine Variable x schreiben, gleich Sinus von this angle. Moment. X ist natürlich Cosinus. Und y ist Sinus. Und das multipliziere ich mit der Länge. Und dann kann ich diese Werte 10, 10 mit x und y ersetzen. Das sieht nicht schlecht aus. Zuerst einmal versuche ich hier unten noch ein bisschen aufzuräumen. Ich habe hier ganz am Anfang den Winkel und die Länge reingeschrieben, aber diese zwei Zeilen kann ich löschen. Und dann habe ich hier unten kommentiert, dass ich eine Linie zeichnen muss. Das habe ich in der Zwischenzeit gemacht. Und die Länge der Linie scheint mir auch zu stimmen. Aber eben die Linie beginnt noch am falschen Ort, nämlich in der Mitte des Random Walkers. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo, dass ich das korrigiere. Ob ich das hier in der Show-Methode dieser Hair-Klasse mache oder ob ich es weiter oben in der Show-Hairs-Methode des Random Walkers mache. So eine Frage einzuschätzen ist nicht einfach. Oft ist es eine Frage des Experimentierens. Manchmal ist es auch ein bisschen Erfahrungssache. Aber in meinem Fall scheint es mir gut, wenn bereits hier in der Show-Hairs-Funktion, wenn ich an den richtigen Ort translate, so dass ich nur noch das Haar aufrufen muss und dass es vom richtigen Punkt aus gezeichnet wird. Ich habe hier bereits eine Translate-Funktion drin an den Nullpunkt des jeweiligen Random Walkers und jetzt muss ich zum Zeitpunkt, wo ich im Array bei der einzelnen Haarinstanz bin, noch an den Rand des Random Walkers springen und zwar in die richtige Richtung. Und die Richtung gibt der Winkel vor des einzelnen Haars. Also bevor ich das Haar zeige, indem ich die Show-Funktion aufrufe, frage ich den Winkel ab und speichere den in eine Variable. Und hier mache ich wieder die gleiche Rechnung wie vorhin. Ich multipliziere den Sinus und den Cosinus dieses Winkels, diesmal nicht mit der Länge des Haars, sondern mit dem Radius des Random Walkers. Der Random Walker ist eine Ellipse mit dem Durchmesser 10, also muss ich hier wahrscheinlich mit 5 multiplizieren. Und ich mache hier wieder Positionskoordinaten x und y. X gleich Cosinus von Angle mal 5 und y gleich Sinus Angle mal 5 und dann Translate x, y, also jetzt von der Mitte an den Rand. Und ich sehe gleich, dass hier irgendetwas nicht stimmt, weil es gibt Haare, die liegen einfach so in der Weltgeschichte herum. Du hast wahrscheinlich schon erraten, was hier passiert, nämlich gibt es zwar ein Push und ein Pop, das den Nullpunkt jeweils zurücksetzt, nach diesem Translate auf Zeile 19, aber hier sind wir jeweils
in einem Loop drin, der mehrere Haare durchgeht. Und jedes Mal gibt es hier noch einen Translate und das verschiebt den Nullpunkt natürlich dann innerhalb dieses Loops immer weiter. Also brauche ich auch hier einen Push und einen Pop. Und wenn wir jetzt schauen, sieht es so aus, als ob diese Haare am richtigen Ort stehen würden. Ich könnte testweise einmal die Show-Funktion des Random Walkers kommentieren, so dass nur die Haare gezeigt werden. Jetzt zahlt es sich aus, dass ich eine extra Methode habe, um die Haare einzublenden. So kann ich die Ellipse ausblenden und es sieht wirklich so aus, als würde zwischen den Haaren genau diese Fläche ausgespart, die sonst von der Ellipse eingenommen wird. Jetzt bin ich eigentlich am Ziel angekommen. Ich habe die Random Walkers so erweitert, dass sie eine zusätzliche Eigenschaft haben, die aus einer Mehrzahl von Instanzen besteht, die in einer anderen Klasse formuliert werden. Jetzt könnten wir uns vorstellen, dass diese Haare auch noch ein eigenes Verhalten haben, dass sie vielleicht über Zeit die Länge ändern können, so dass sie wachsen. Oder vielleicht sind es gar keine geraden Linien, sondern Kurven, die auch den Start und den Zielpunkt verschieben können. Oder die Haare könnten sich auf dem Kreisumfang der Ellipse bewegen und so weiter. Also hier kannst du das beliebig erweitern. Wir könnten uns auch vorstellen, dass jedes Haar eine ganze Reihe von weiteren untergeordneten Instanzen wiederum einer anderen Klasse hat. Dass zum Beispiel sich etwas auf dem Haar hin und her bewegt oder dass jedes Haar einen Anknüpfpunkt hat, wo wieder neue Dinge vom Haar weggehen. Hier gibt es eigentlich keine Grenzen und ich würde dir empfehlen, selber einmal zu versuchen, das weiterzuentwickeln.